In diesem Video zeigen wir, mit welchen Proben man herausfinden kann, ob es sich bei einem Wort oder einer Wortgruppe um eine Ergänzung oder Angabe handelt. Sehen wir uns den folgenden Beispielsatz etwas genauer an. Anna kauft bei Herrn Müller ein Buch. Das Zentrum des Satzes bildet unser finites Verb kauft. Von ihm aus sind alle anderen Bestandteile des Satzes zu prüfen. Unsere erste Probe ist die Weglassprobe. Dazu lassen wir das zu untersuchende Satzglied weg. Wird der Satz ungrammatisch, handelt es sich um eine obligatorische Ergänzung. Behält er seinen Sinn, ist zu prüfen, ob es sich um eine Angabe oder fakultative Ergänzung handelt. Lassen wir Anna weg, erhalten wir kauft bei Herrn Müller ein Buch. Dieser Satz ist ungrammatisch. Anna ist also eine obligatorische Ergänzung. Das gleiche gilt für ein Buch. Anna kauft bei Herrn Müller ist kein vollständiger Satz. Dagegen ist Anna kauft ein Buch grammatisch korrekt. Die Wortgruppe bei Herrn Müller ist also keine obligatorische Ergänzung. Die zweite Probe ist der Geschehenstest zur Unterscheidung von fakultativen Ergänzungen und Angaben. Er zeigt auf, ob das Satzglied eine allgemeine Aussage über den Gesamtsatz, also eine Angabe, ist. Dazu wird das zu testende Satzglied mit »und das geschah« an den Satz angehängt. Anna kauft ein Buch und das geschieht bei Herrn Müller. Der Geschehenstest zeigt, dass bei Herrn Müller eine allgemeine Aussage über den Satz macht und somit eine Angabe ist. Damit ist unser Satz bestimmt. Manchmal reichen die beiden Tests aber nicht aus, um ein Satzglied exakt zu bestimmen. Das gilt vor allem bei präpositionalen Ergänzungen. Diese werden oft für eine Angabe gehalten. Der Dialogtest kann uns helfen, diesen Fehler zu vermeiden. Gerade bei präpositionalen Satzgliedern kann der Geschehenstest positiv sein und hier eine falsche Klassifikation nahelegen. Zum Beispiel teilnehmen an etwas. Anna nimmt am Quidditch-Spiel teil. Anna nimmt teil und das geschieht am Quidditch-Spiel. Man würde also denken, es ist eine Angabe. Im Dialogtest wird das zu testende Satzglied weggelassen und er fragt. Anna nimmt teil. Woran nimmt Anna teil? Das weiß ich nicht. Die Information, woran Anna teilnimmt, ist dem Wissen von A unterstellt. Sonst könnte A nicht behaupten, dass Anna teilnimmt. Verbimmanentes, verblogisches Verhältnis.